Meine lieben Zuschauer da draußen, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei God of War 1. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sind jetzt hier draußen und es gibt eigentlich zwei Wege. Wir können einmal hier hochlaufen, die Treppen, das machen wir mal eben und schauen mal, was es da gibt. Und dann können wir auch da rechts weiter, aber erstmal gucken wir hier. Eine ewige Treppe, glaube ich. Ich glaube, die war richtig lang. Ja, ja, schön hier an den Felswänden am Ägäischen Meer entlang. Die ist lang, die Treppe. Dum, dum, da, dum. Irgendwann kommt man dann oben an. Um dann zu sehen, wie sie sehen, sehen sie nichts. Hier ist auf jeden Fall nichts Spannendes. Und was haben wir hier? Wir haben eine Figur von Athene. Eine Athene-Statue, sie antwortet nicht auf ihre Gebete. Ein seltsames Monument. Sie kennen weder Bedeutung noch Zweck. Na gut, aber hier ist eine Kiste. Die können wir uns zumindest mitnehmen. Und da ist eine Phönixfeder drin. Da haben wir nochmal zwei. Wir hatten ja schon einmal die Energie erhöht. So, jetzt kann ich hier ein bisschen abkürzen. Indem ich einfach runterspringe. Und dann sind wir nämlich ganz schnell wieder unten. Also zumindest die Feder sich zu holen, das hat sich ja dann doch irgendwie gelohnt. Und jetzt können wir über die eigentliche Brücke da hinten weiter. Der eigentliche Weg. Hier. Über das riesige Schwert dieser Figur. Gibt es hier noch was auf der Seite? Nee, ist nichts mehr. Runterspringen kann ich, glaube ich, leider nicht. Wir müssen also die ganze Treppe runterlaufen. Und die ist ziemlich lang, wie ihr seht. Einmal eine Wendeltreppe nach unten. Und da unten ist Wasser. So, unten angekommen. Hier ist eine Kiste. Was haben wir da? Noch eine Feder. Oh, da haben wir ja jetzt zwei innerhalb von zwei Minütchen bekommen, sozusagen. Die Kanalisation Athens. Jetzt sind wir, also wir waren schon auf den Dächern Athens, jetzt sind wir in der Kanalisation Athens, wo wir uns nicht überall rumtreiben. So, nehmen wir uns noch ein bisschen Magie mit. Wir haben ja inzwischen drei Fertigkeiten. Den Blick der Medusa, den Zaun des Zeus und den, ich glaube auch Zorn oder sowas, des Poseidon oder Poseidons Zorn. Ist immer alles mit Zorn. Und wenn ich zum Beispiel schon da hinten die Bogenschützen hochkommen sehe, dann weiß ich schon, okay, ich kann gleich wieder schön meine meinen Zorn des Zeus auspacken. So, den Kollegen schmeißen wir auf seinen anderen Kollegen. Die finde ich super, die Kerle, weil die kann man richtig gut ablocken. Und zack. Auf die Kollegen schmeißen. Immer das Beste. So, jetzt haben wir da oben nämlich so ein paar Bogenschützen, möchte gern. Die schießen auch noch mit irgendwelchen Explosivfallen. Die hole ich mir jetzt einfach mal hier runter. Die kriegen ein bisschen Zorn ins Gesicht und dann ist gut. Und jetzt kann ich dann da auch hoch. Und hier haben wir eine Kiste. Guck mal, da kommen noch mehr raus. Die haben noch nicht genug. Naja, ich habe ja nichts dagegen. Also die Bogenschützen kann man so schnell erledigen, das macht eigentlich nichts. Sie sind halt nur nervig, wenn man weiter weg ist, weil, ja, man kommt so schlecht dran. Hallo, Kollege! Was kann ich für dich tun, ha? Ja, ja, die machen da. Oh! Jetzt haben sie sogar getroffen. Man muss dann immer so ein bisschen aufpassen bei denen. Also, ja, wie gesagt, ich hatte es ja schon mal erzählt. Wir könnten die gut töten mit unserem hier Medusa-Blick, aber ich benutze es halt dann nicht so gerne, weil man kriegt die ja auch so gut tot und bei dem kann ich mir zum Beispiel jetzt auch noch Leben holen, wenn ich möchte.
So, da muss ich nur einmal drauf auf den Bullen und ihm das Ding hier reinstecken. Ah, schön in den Mund rein des Dings. Hier, Dolch, Messer, Klinge, Chaosklinge. Und den Kollegen auch noch hier. Machen wir das mit dem auch noch hier. Pass auf. Noch was Leben voll danach. Im Endeffekt wollen die mir wehtun, aber halten sich nur tiefer rein und ich krieg hier schön das Leben zurück. So, und da kommt noch einer. Der hat auch noch nicht genug. Pass auf, dann machen wir das bei dem einen jetzt aber mal so. Das wir den einfach kurz versteinern. Dann haben wir den nämlich. So. War es das oder kommen noch mehr? Ich glaube, das war's. Da fliegen aber schon wieder irgendwelche Pfeile. Dann machen wir das mit dem wieder ganz einfach. Komme ich hier auch hoch? Nee, da komme ich nicht hoch. Schade. Wir müssen uns hier also jetzt durch die Kanalisation prügeln. Feinde im Überfluss. Brauchen wir gar nicht unbedingt, aber wir nehmen es mal mit. Man weiß ja nie, was da noch so kommt. Und da sind auch noch zwei Kisten. Vielleicht haben wir ja noch mal ein Auge oder sowas. Nee, weitere Orbs. Wir können auch, glaube ich, bald schon wieder was verbessern. Vielleicht mal den Zorn des Poseidon da. Oh, guck mal, die Kollegen, die kennen wir doch auch noch. Die kennen wir doch auch noch. Mit denen haben wir nämlich schon mal gespielt. Und die sind ganz schön wütend drauf. Warte mal. Ich kann denen natürlich auch einfach sowas hier ins Gesicht hauen. Wahrscheinlich könnte man sogar auch bei denen die Versteinerung anwenden. Aber brauchen wir ja gar nicht. Ah, ein bisschen wütend die beiden Kollegen hier. Eieiei, aber also direkt zwei davon ist natürlich auch mal nett. Den einen haben wir jetzt aber auch, der andere ist noch ein bisschen wütend. Und den haben wir jetzt aber auch. Und dann kommen doch schon wieder neue. So, den schmeißen wir mal. Eine Sorge weniger. Ja, wir machen mal hier kurzen Prozess mit denen. Da kommen nämlich nebenbei noch Bogenschützen, die schießen auch noch auf dich. Solche Viecher, solche Viecher. Alle wollen so irgendwas von einem. Ah, Leute. Beruhigt euch doch mal. Habe ich den falschen angekreist? Ich dachte, ich darf Kreis drücken, aber das war der falsche. Und der wollte das natürlich nicht. So, jetzt haben wir nur noch den einen hier. Ah, da kommt schon wieder ein neuer, natürlich. Ich hole mir mal eben das Leben bei dem. Weil jetzt habe ich ein bisschen was verloren, aber wir können uns ja einfach diese Minotauren jederzeit schnappen und bei denen wieder Leben auffüllen. Das ist ganz gut. Aber natürlich kommen da immer noch mehr. Die haben immer noch nicht genug. Und nebenbei die Bogenschützen. Weißt du, die ganze Zeit am Abfangen. Schießen die ganze Zeit drauf. So nervig, diese Dinger.
Wow, die Schockwellen, ey, die sind geil. Die machen richtig schön Schaden. So, den Honor haben wir aber mehr als genug jetzt. Und klar, versteinern geht, aber wir hatten jetzt auch nicht mehr so viel von der Magie. Wir haben ja gleich dann da eine Kiste, wenn wir die noch haben. Hier so, jetzt gehe ich mir mal diesen nervigen Bogenschützen da oben holen. Glaub's ja nicht. Hört mal, Jungs, ey. Noch nerviger, bitte. Die sind das Schlimmste. Du willst dich mit denen unten in Frieden kloppen, aber die ballern die ganze Zeit von oben drauf, ey. So, ich hätte gern einmal, wir nehmen trotzdem Magie, auch wenn wir einiges an Leben verloren haben. Kann ich gerade besser gebrauchen. Und dann schießen wir die Bogenschützen da einfach runter. Glaube ich, das Einfachste. Vielleicht ist hier oben ja noch eine Kiste. Natürlich ist hier eine Kiste. Wie sollte es anders sein? Ach, guck mal, natürlich kommen auch nochmal neue. Dann ist da auch noch einer. Genau, natürlich ist da noch einer. Und er schießt vor sich auf den Boden. Clever Bursche. So, jetzt können wir mal eben schauen. Ich glaube, wir können nämlich wieder upgraden. Für die Klingen fehlt uns noch ein bisschen was. 3750 brauchen wir, damit wir die auf Stufe 4 kriegen. Aber wir können jetzt mal den Poseidons Zorn verbessern. Dann kriegen wir nämlich ein größeres Schadensfeld, mehr Kraft und einen Drehangriff. Kostet 1650, die haben wir. Also wird der mal auf Stufe 2 gebracht. So, und jetzt haben wir den auf Stufe 2. Und vielleicht, ja, sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr. Doch, wir können den Zorn des Zeus auch noch verbessern. Kostet nur 750, bringt einen stärkeren Angriff. Schön. Mal eben schauen. Ach, es macht dann wahrscheinlich mehr Schaden oder sowas. Da kommen wir nicht hoch? Okay. Hier irgendwie hochklettern? Nee, dann gehen wir hier weiter. Einmal durch die Kanalisation gekämpft und zurück. Da wären wir. Jetzt nehme ich aber mal Leben. Das können wir jetzt gerade ganz gut gebrauchen. Und dann geht es auch schon wieder nach oben. Eigentlich wollen wir ja das, die Büchse der Pandora holen, aber das Tor war verschlossen. Da ist schon wieder dieses Symbol, ha? Huh? Vielleicht heißt das ja was Gutes. Die Straße nach Athen. Und da sind wir wieder. Wir sind wieder oben angekommen. Aber links waren wir ja schon. Wir können jetzt mal speichern. Vielleicht können wir jetzt rechts weiter. Da war ja verschlossen. Links haben wir aber ja schon gemacht. Also würde ich sagen, gehen wir einfach mal rechts nochmal gucken, wo das Tor zu war. Vielleicht kommen wir da jetzt lang. Und er wütet immer noch da hinten, oder? Ja, ja, er steht da immer noch und sagt alles. Der Gott des Krieges, Ares. Ja, das Tor ist offen. Ich glaube, er hat hier irgendwie reingeballert oder sowas, weil wir kommen jetzt durch in die Wüste der verlorenen Seelen. Irgendwo dort soll ja die Büchse der Pandora sein. Bisher hat sie keiner gefunden. Viele haben es versucht. Vielleicht haben wir mehr Erfolg. Athene. Kratos, die vor dir liegende Reise ist gefährlich. Doch du musst sie bewältigen, wenn du Athen retten willst. Das Orakel sprach von Pandoras Büchse. Existiert sie wirklich? Ja. Sie ist die mächtigste Waffe, die ein Mensch einsetzen kann. Und mit ihr könnte ich Ares besiegen. Die Büchse ermöglicht vieles. Darum ist sie gut versteckt. Weit jenseits der Wüste der verlorenen Seelen.
Es gibt einen sicheren Weg durch den tödlichen Sand. Doch nur jene finden ihn, die das Lied der Sirenen hören und ihm folgen. Finde die Sirenen, Kratos. Nur sie führen dich zu Kronos, dem Titan. Ein Titan lebt? Kronos ist der Letzte. Zeus verbannte ihn auf ewig in die Wüste. Den Tempel der Pandora auf den Rücken gekettet, bis der tosende Sand ihm das Fleisch von den Knochen fetzt. Folge dem Lied der Sirenen, Kratos. Hier beginnt die Reise. Möge sie dich nach Athen führen, mit der Büchse der Pandora. Folge dem Lied der Sirenen, Kratos. Finde und töte sie alle. Dann öffnet sich dir der Pfad durch den Todessand. So, wir sind jetzt hier in der Wüste und wie wir sehen sie nichts. Ja, wir sollen die Sirenen finden und töten, um einen Weg durch die Wüste zu finden, weil bisher hat es irgendwie noch keiner geschafft so richtig. Kronos ist der letzte Titan und der trägt den Tempel der Pandora auf seinem Rücken. Titanen sind diese Riesenviecher. Und jetzt muss ich gerade an den Film denken, Kampf der Titanen oder wie der hieß. Da gab es ja danach noch einen, ich habe aber nur den ersten gesehen. Jedenfalls trägt er das Ding auf seinem Rücken und da ist irgendwo die Büchse und die wollen wir haben. Also müssen wir auf jeden Fall Kronos finden und dann auf seinem Rücken da mal ein bisschen uns umschauen. Aber erstmal müssen wir durch diese ewige blöde Wüste hier, in der wir eindeutig nichts sehen. Doch, jetzt sehen wir was. Hier ist irgendwas. Vor allem suche ich ja Kisten auch, aber... Erstmal müssen wir irgendwie durch die Wüste durch. Jetzt hören wir doch schon da irgendwie eine Sirene. Weiß nicht, ob ihr das auch hören könnt, aber hier ist irgendwo eine. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, da wollen wir nämlich hin. Ach, guck mal, wer da ist. Eine Sirene. Die widerlichen Viecher. Das sind auch die, die einen anlocken mit himmlischem Gesang. Und dann aber irgendwie verspeisen oder sonst wie. Die drei Kerben der Sternbildgravur an der Tür zeigen die Sternposition. Ja, drei Stück und drei Sirenen müssen wir töten. Aber hier steht erstmal noch Athene rum. Um passieren zu dürfen, musst du die letzten drei Sirenen finden und töten. Na gut, machen wir das. Suchen wir mal die Sirenen. Irgendwo in der Wüste sind die. Wir finden die, indem wir dem Geräusch folgen. Nur so richtig orten kann ich es nicht, muss ich sagen. Wir schauen einfach mal ein bisschen in der Wüste. Irgendwo werden wir sie schon finden. Da ist sie! Da ist das Drecksvieh. Die wollen wir töten. Schön den Zorn des Zeus reinklatschen in die Alte. Und, jawohl, die haben wir. Schön kaputt gehauen. Und damit haben wir die erste der drei Sirenen gefunden. Musst du die letzten zwei Sirenen finden und töten. Ein Stern leuchtet jetzt. Zwei Sirenen sind übrig. Also wieder durch die Wüste marschiert. Oh, hallo Kiste. Schön, dich hier zu treffen. Auch hier. Irgendwo habe ich es schon gehört. Na, noch zeigt sie sich nicht. So riesig ist die Wüste gar nicht. Also man sieht zwar wirklich gar nichts, aber die ist nicht so groß, wie man denkt. Da ist noch eine Kiste. Nehmen wir natürlich mit. Tja, zwei Sirenen fehlen noch, die wir finden müssen, um sicher durch die Wüste zu kommen. Um Kronos, den letzten Titan, zu finden, der den Tempel der Pandora auf seinem Rücken hat, um dort dann die Büchse der Pandora zu finden. Weiter geht's beim nächsten Mal bei God of War 1. Euch einen schönen Tag und alles Gute. Ich bin raus, euer Walle. Bye, bye.